Hast du dir schon einmal folgende Frage gestellt? Wo würde ich sein, wenn ich heute sterben würde? Wo würde ich nach dem Tod sein? Würde ich beim Herrn Jesus im Himmel sein? Oder werde ich am Ort ewiger Qual sein, in der Hölle? Das ist eine ernsthafte Frage, weil die Bibel spricht sehr deutlich davon, es gibt Himmel oder Hölle. Dazwischen gibt es nichts. Eines von beidem. Und mein Thema lautet, hast du Gewissheit, wenn du heute sterben würdest, dass du in den Himmel kommst? Oder wirst du am Ort ewiger Qual in der Hölle aufwachen? Jeder Mensch möge sich prüfen. Wie komme ich denn in den Himmel? Das möchte ich ganz kurz erklären am Anfang, bevor ich dann zum Thema Heilsgewissheit zu uns heute predige. Wie komme ich in den Himmel? In Johannes 14, Vers 6 steht die entscheidende Aussage. Unser Herr Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater im Himmel, außer durch mich. Das ist ganz glasklar und es gibt keinen anderen Weg in den Himmel, außer Jesus Christus. Warum Jesus Christus? Jesus heißt Retter, Christus ist der König, der herrschen wird in Ewigkeit. Und Gott sandte seinen Sohn Jesus von Nazareth auf diese Welt. Er ist in Nazareth aufgewachsen, in Bethlehem geboren. Er hat Wunder getan, er hat Tote auferweckt, Menschen geheilt. Und vor allem, er ist ans Kreuz von Golgatha gegangen, hat dort sein heiliges und reines Blut vergossen, um uns unreine Menschen, uns verlorene Sünder, reinzuwaschen. Und indem er dieses Blut vergossen hat, bekommt jeder, der das im Glauben annimmt, der in der Vertrauensbeziehung zu Jesus steht, bekommt Vergebung der Schuld, indem seine Schuld und Sünde abgewaschen wird. Durch das Blut des Herrn am Kreuz auf Golgatha. Und wenn wir dann Reinigung haben von aller Befleckung, denn nichts Unreines kann in den Himmel kommen, wenn alles abgewaschen ist, dann habe ich Zugang zum Himmel. Nur dann. Das kann keine Religion tun, kein Religionsstifter. Das kann allein der lebendige Sohn Gottes tun, weil nur er allein unschuldig ist und dieses völlig reine Blut hat, das er für uns vergossen hat. Und so sind wir gereinigt und haben Zugang zum Vater, zu dem völlig herrlichen und reinen Himmelreich. Ganz kurz erklärt, wie komme ich in den Himmel? Und jetzt ist die Frage, hast du dieses Opfer Jesu Christi am Kreuz, diese Reinigung durch sein Blut schon angenommen? Bist du schon ein Kind Gottes? Hast du Gewissheit, wenn ich heute die Augen zumache, werde ich bei Jesus sein, in seinem Paradies und in seinem Himmelreich? Heilsgewissheit, wo werde ich die Ewigkeit zubringen? Oft kommen zu mir Menschen, jung und alt, und sagen, bin ich jetzt ein Kind Gottes oder nicht? Ja, ich habe mich mal entschieden für Jesus, aber ich bin dann wieder abgeflacht im Glauben, habe wieder gesündigt, habe böse Worte geredet, böse Gedanken gehabt, war nicht lieb zu meinen Mitmenschen, bin ich dann verloren? Nun, um das gleich zu beantworten, verloren ist der Mensch nur, wenn er das Erlösungsopfer Jesu Christi ablehnt. Wenn er es nicht mehr für sich in Anspruch nimmt. Nur dann ist er verloren, aber nicht bei jeder Sünde. Das muss man ganz klar unterscheiden. Denn auch Christen, auch wir, auch ich, wir tun trotzdem immer noch Falsches. Wir sündigen immer noch, auch wenn wir erlöst sind. Aber deshalb sind wir noch nicht abgefallen oder verloren. Das ist nur der Mensch, so steht es im Hebräerbrief, Kapitel 6, Kapitel 10, der Jesus erneut kreuzigt, das heißt, der sein Heilswerk ablehnt, der sein Opfer verwirft. Wenn du das nicht tust, sondern wenn du darunter leidest, dass du immer noch Sünde tust, obwohl du Christ bist, dann bist du trotzdem noch gerettet. Das heißt nicht, dass wir die Sünde hier kleinreden, überhaupt nicht. Jeder ernsthafte Christ leidet darunter, dass wir nicht perfekt sind. Geht es euch auch so? Wir wären ja gern schon so vollkommen, alles richtig machen, nie ein falsches Wort, nie etwas Böses tun, nie ein schlechter Gedanke, nie sündigen. Aber auch mir gelingt das nicht immer, ja, sondern wir haben immer wieder den Grund, die Bibel sagt, umzukehren zum Herrn, Buße zu tun, es zu bereuen, dass wir nicht alles recht gemacht haben, sondern versagt haben. Aber wenn wir dann zum Herrn kommen, da sind wir immer noch seine Kinder. Auch wenn wir in die Seelsorge gehen, ernsthaft Hilfe bei einem Bruder zum Beispiel suchen, sind wir trotzdem noch ein Kind Gottes. Das als seelsorgerlicher Hinweis, dann bist du nicht verloren. Der Herr Jesus sagt, das ist auch die Jahreslosung, gerade bei 1, 2, 3G auch,
Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. So sagt er in Johannes Kapitel 6. Und das ist ganz wichtig. Wenn du zum Herrn gekommen bist und ernsthaft, ja, zerknirscht über deine Sünde zu ihm kommst, diesen Zerbruch erlebst, er wird dich nicht hinausstoßen. Du bist und bleibst sein Kind. Sein Kind bist du nur dann nicht mehr. Und die Bibel spricht auch vom Abfallen können, vom Verloren gehen können, wenn du ihn verwirfst, wenn du sagst, mit Jesus will ich nichts zu tun haben, ich nehme keine Vergebung in Anspruch, dann ist der Mensch abgefallen und das möge Gott verhüten. Also ganz wichtig, dass wir diesen Unterschied wissen, Heilsgewissheit, weil der Herr uns erlöst hat und ist ein Geschenk Gottes. Ich möchte mit uns lesen aus Römer 8, Vers 16 bis 18. Römerbrief Kapitel 8, 16 bis 18. Hier schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist, Folgendes. Derselbe Geist, damit ist Gottes Heiliger Geist gemeint, gibt unserem Geist Zeugnis, also unserem Menschengeist, den auch Gott geschaffen hat, der aber nicht identisch ist mit dem Heiligen Geist, sondern Gottes Geist spricht zu unserem Geist. Ja, muss man ganz klar unterscheiden. Also dieser Geist Gottes gibt Zeugnis unserem menschlichen Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, so wir anders mitleiden, auf dass wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Denn ich halte dafür, dass die Leiden dieser Zeit der Herrlichkeit nicht wert sein, die an uns offenbart werden soll. Also das Entscheidende ist hier, dass Gottes Geist uns selber bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Ich werde am Schluss noch einige Kennzeichen nennen, die uns zeigen, dass wir wirklich Gottes Kinder sind. Wenn wir diese Kennzeichen tragen, es sind 9 Kennzeichen, dann dürfen wir gewiss sein, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn die aber allerdings fehlen, wenn die vielleicht sogar alle fehlen, dann muss man vielleicht wirklich ganz neu dem Herrn sich zuwenden. Dann ist man noch nicht gerettet. Also das ist wichtig, dass wir da auch Kriterien haben, um uns selber zu prüfen. Prüfet, ob ihr am Glauben lebt. So schreibt auch der Apostel Paulus in den Korintherbriefen. Prüft euch selbst. Aber nicht so, dass man jeden Tag fragt, bin ich jetzt Kind Gottes oder nicht. Dieses endlose Prüfen ist nicht gemeint, sondern wirklich ernsthaft, ob ich Jesus lieb habe, ob ich ihm nachwandle. Auch wenn manchmal Zweifel kommen oder Anfechtungen, aber grundsätzlich, ich bin gerettet und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, spricht unser Herr. Gottes Geist empfängt der Mensch, wenn er die geistliche Neugeburt erlebt, so wie es in Johannes 3 steht, er müsst von Neuem geboren werden. Von oben steht da auch anoten im Griechischen, kann heißen von Neuem und auch von oben, räumlich und zeitlich. Und das ist diese Neu- oder Wiedergeburt, von der wir auch reden. Johannes 3, ganz wichtiges Kapitel. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Mensch von Natur aus ist nicht neu geboren. Der ist der Sünde, dem Teufel und dem Tod verfallen, hat keine Hoffnung. Nur durch die Neugeburt, in dem der Geist Gottes in dein Herz zieht, bist du gerettet. Und das geschieht durch den Glauben, wenn ich sage, Herr, ich kann mich nicht selber erlösen, ich kann mich nicht selber retten. Nur allein du kannst mir das und möchtest mir das schenken. Bitte komm durch, du Herr Jesus, durch deinen Heiligen Geist in mein Herz. Und wenn du das ernsthaft gebetet hast, dann bist du Gottes Kind. Dann bleibe aber auch in ihm. In Johannes 15 gesagt, die Reben, die sollen am Weinstock bleiben. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen. Auch das ist eine Warnung. Das heißt, wir sollen auch in ihm bleiben. Ja, es ist der Anfang, aber auch das Leben, die Nachfolge, spricht die Bibel, und auch die Heiligung, dass wir im Herrn bleiben. Gottes Geist empfangen, Gottes Kind. Und dann, was ich am Anfang des Gottesdienstes gelesen habe, ganz wichtiger Vers für die Heilsgewissheit in Römer 8, einige Verse, Römer 8, 35 bis 39. Wir bleiben also im Römerbrief Kapitel 8, ab Vers 35. Wer kann uns scheiden, also uns trennen von der Liebe Gottes? Und dann wird aufgezählt, was uns alles nicht trennen kann, was unsere Heilsgewissheit uns nicht rauben kann, was uns nicht trennen kann von der Liebe Gottes. Was wird hier genannt? Ich erkläre es gleich. Trübsal, also Bedrängnis, was wir auch jetzt erleben, Kriegsgefahr und so weiter, Seuchengefahr und was alles da so läuft, das kann uns nicht von der Liebe Gottes trennen. Auch der Tod nicht, kommt auch gleich. Ja, oder Angst, das ist auch Enge, Bedrängnis, Verfolgung. Wenn wir den Herrn weiter bezeugen, wenn wir sein Kinder bleiben, ihn nicht verleugnen, den Herrn Jesus, wir sind und bleiben ein Kind Gottes.
Auch Hunger nicht. Blöße, also wenn sie uns auch die Kleidung und alles wegnehmen würden, uns ganzen Besitz rauben. Gefahren oder Schwert, also auch diese Dinge, die von außen auf uns eindringen, das kann uns nicht innerlich von der Liebe Gottes trennen. Martin Luther hat mal gedichtet, wenn sie uns auch wegnehmen, was hat er gesagt, ich habe es nicht aufgeschrieben, also auch die Frau und die Kinder und den Besitz und alles, dann hat er gesagt, aber das Reich muss uns doch bleiben. Gottes Reich bleibt uns. Das ist ein Trost für Menschen, die wirklich jetzt, auch jetzt im Krieg, den wir seit letzter Woche haben, leider wieder. Ich habe bisher keinen Krieg erlebt, so alt ich bin in Europa, aber ja, es ist traurig, dass es wieder so weit ist. Aber selbst dann, wenn alles Äußere zerbricht, den Glauben, die himmlische Herrlichkeit, die himmlische Hoffnung kann uns niemand rauben, auch keine Kriegsgefahr. Das möchte ich auch den Geschwistern zurufen, wo der Krieg jetzt schon hingekommen ist. Wir kennen etliche in der Ukraine, wir waren dort schon zu Vorträgen, meine Frau und ich und auch der Bruder Harry, der mich auch übersetzt hat. Und es geht uns auch sehr nahe, weil wir auch, wenn man da Menschen auch persönlich kennt, ist es ja nochmal anders, als wenn das alles noch so weit weg ist. Nicht? Und wir wollen da auch beten für die Geschwister. Aber auch denen wollen wir zurufen, bleibe im Herrn, im Leben und Sterben ist der Herr Jesus dein Heiland. Wir sind geborgen in der Liebe Gottes. Und so heißt es weiter in Römer 8, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe, aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Das ist der Herr Jesus. Und dann dieser bekannte Satz, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also alles, was von außen auf uns einströmt, kann uns nicht von Jesus trennen. Der Tod nicht und auch was im Leben alles so geschieht. Engel, das sind natürlich die gefallenen Engel gemeint, die Dämonen, die den Menschen verführen, diese Teufel. Auch die können uns nicht von Jesus trennen. Natürlich, der Teufel ist raffiniert, er hat viele Tricks und versucht, einen vom schmalen Weg wegzuziehen. Aber das steht im Jakobusbrief, wir haben es gerade in der Jugend auch dieses Kapitel gehabt am Freitag. Widersteht dem Teufel, dann flieht er vor euch. Aber gleichzeitig naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Also einerseits vom Teufel weglaufen, so wie es ein Josef gemacht hat bei der Frau des Potiphar, als sie ihn verführen wollte, weggelaufen und gleichzeitig zum Herrn, im Herrn geborgen sein, dass Jesus uns die Kraft schenkt. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, das sind die ganzen Engelhierarchien gemeint, auch gefallene Engel unter Leitung Satans, auch die können uns nicht wirklich von Gott trennen, wenn wir es nicht selber wollen, ja. Und auch weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, also was jetzt ist oder auch die Zukunft. Wir müssen uns nicht sorgen, was kommt, werde ich dann noch beim Herrn sein? Du bist geborgen im Herrn, nichts kann dich von außen hier von ihm wegtreiben. Und auch nicht Hohes oder Tiefes und keine Kreatur, weder Engel noch Gewalten noch Naturkatastrophen. Denn der Glaube, das Reich, das muss uns doch bleiben. Und ich kann es euch bezeugen aus meinem eigenen Leben. Es gab auch in meinem Leben Höhen und Tiefen. Das wissen manche. Wenn der Herr mich nicht festgehalten hätte, wäre ich heute nicht mehr am Leben, auch nicht mehr hier. Aber er hat es getan und das wünsche ich jedem von uns. Es ist nicht unser Verdienst, sondern allein Gottes Gnade. Und so heißt es auch in 1. Johannesbrief Kapitel 3, Vers 1 und 2. Es geht ja um Heilsgewissheit. Seht, welch eine Liebe hat der Vater uns erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Ja, die Gnade und die Liebe des Vaters ist es. Durch Gottes Liebe bin ich Gottes Kind. Und es gibt viele Stellen im Neuen Testament, wir können die jetzt nicht alle betrachten, aber aus dem Alten Testament auch viele Stellen schon. Da ist der Herr Jesus ja schon angekündigt und war ja auch schon mit dem Vater in Ewigkeit verbunden, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und so kann auch ein Hiob schon in allergrößtem Leid, er hat ja wirklich alles verloren, außer sein Leben. Alles verloren, seinen Besitz, seine Kinder. Die Frau hat sich von ihm losgesagt und sagte, sage Gott ab und stirb. Schrecklich, ja, wenn man da nicht an einem Strang zieht. Das ist auch schlimm, in manchen Ehen auch so, diese Not. Der eine ist gläubig, der andere nicht wirklich gläubig. Aber der Hiob, der hat auch geklagt, aber er ist nicht von Gott abgefallen. Er hat
immer am Herrn festgehalten, in allem Klagen. Er hat schon den Tag seiner Geburt verflucht und so weiter und so fort. Und kommt ruhig rein, ja? Zweite Gottesdienst, es kommen schon die ersten. Sag mal, dass die reinkommen sollen, weil es gibt keinen zweiten Gottesdienst, Leute. Die sollen alle reinkommen, es gibt noch Platz. Genau. Und dass wir also wissen dürfen, dass wir geborgen sind. Und so ruft ein Hiob aus, in Hiob Kapitel 19, Verse 25 bis 27, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staube sich erheben. Und nachdem diese meine Haut zerschlagen ist, werde ich ohne mein Fleisch Gott sehen. Denselben werde ich mir sehen und meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Also entscheidend dieser Ausruf, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der bekannteste Satz aus dem Buch Hiob. Und das sag mal in dieser Lage von einem Hiob, wo du wirklich ganz am Boden bist, alles verloren hast, wo du dich mit Scherben kratzt, weil du auch eiternde Geschwüre hast am ganzen Körper. Vielleicht war jemand von uns schon mal so krank. Hast du da Gott auch gelobt? Es ist der einzige Weg. Sich von Gott loszusagen, ist der größte Fehler, den Menschen machen können. Näher mein Gott zu dir. Das wurde sogar auf der Titanic gespielt, als die unterging. Da haben sie keine Tanzlieder mehr gespielt, bei diesem großen Kreuzfahrtschiff, dem ersten Riesenkreuzer, kann man sagen. Es gab vielleicht schon andere, aber das war der größte und das hieß, der würde nie zerstört werden. Und dann waren doch die Eisberge da, ja, im Nordmeer. Und dann haben sie, bevor sehr viele Menschen da gestorben sind, plötzlich gespielt, näher mein Gott zu dir. Ja, die Not lehrt beten, aber muss es immer erst die Not sein oder kommen wir schon früher zum Herrn? Und jetzt ganz wichtige Frage, und das sage ich auch allen, die Probleme haben mit der Heilsgewissheit, bin ich gerettet oder nicht? Gründe die Heilsgewissheit in deinem Leben niemals auf dich selber oder irgendwelche Werke und Leistungen. Gründe sie allein auf Jesus Christus. Schau weg von dir und schau allein auf den Herrn. Wir können nichts hinzufügen zum Heilswerk Jesu Christi. Und deshalb dieses bekannte Kirchenlied möchte ich mal zitieren. Der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Das machet, dass ich finde, das ewige wahre Gut. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erd. Was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. Also baue nie auf dich selber, auch nicht auf deine frommen Werke. Ich möchte mal ein paar Beispiele bringen und ich habe auch in der Vorbereitung gelesen, ein sehr gutes Buch, was leider vergriffen ist, vielleicht wird es neu aufgelegt. Appell auch in den Jeremia Verlag, der zuschaut. Ich grüße euch auch herzlich, nämlich von Pastor Heinrich Jochums. Heilsgewissheit kann ich wissen, dass ich in den Himmel komme. Und dieser schon lange in der Ewigkeit sich befindliche Bruder, ich freue mich, ihn dort wiederzusehen. Das ist wirklich, er hat sehr gute Gedanken gehabt und er hat geschrieben, ich zitiere mal, ich gründe mich nicht auf meine Werke, ich gründe mich nicht auf meine Gerechtigkeit, meine Tugenden, meine Aufrichtigkeit, mein ehrliches und gutes Wollen, ich gründe auch nicht auf meine Frömmigkeit, meine Zugehörigkeit zu einer Kirche oder einer Gemeinschaft, mir helfen keine Messe, keine frommen Übungen, keine Exerzitien, keine Wallfahrt. Mir hilft kein Christentum der Tat, keine Spende für einen guten Zweck, kein Opfer für eine gute Sache. Ich kann mich auch nicht auf die Taufe gründen, schreibt Heinrich Jochums. Und er sagt dann, die Taufe ist nützlich und gut, ja noch mehr, sie ist von Jesus Christus selbst eingesetzt. Aber ich kann mich nicht darauf berufen, dass ich getauft bin. Die Taufe macht mich nicht selig. Die Taufe bringt mich nicht in den Himmel. Die Taufe ist nicht das Fundament meiner Heilsgewissheit. Ich kann mich auch nicht auf das heilige Abendmahl gründen. Ich kann mich nicht einmal auf meine Bekehrung gründen. Ich kann mich auch nicht auf mein Beten gründen. Das sind harte Worte. Mancher sagt, ich bin ja getauft, vielleicht sogar als Säugling oder andere als Erwachsener. Natürlich, wir vertreten die Glaubenstaufe, weil jemand erst umkehrt zum Herrn und dann sich taufen lässt. Aber auch, wenn du dich auf irgendeine Handlung ausruhst oder einen Akt, vielleicht sogar auf deine Bekehrung, das ist nicht das Fundament. Was ist das Fundament der Errettung? Allein Jesus Christus, allein sein Heilswerk. Das wird natürlich im Glauben erfasst. Durch die Bekehrung kehrt der Mensch um, nimmt den Herrn an, nimmt ins Herz, lässt sich dann taufen. Das ist ja alles richtig, versteht mich bitte jetzt nicht falsch, was der Bruder hier schreibt, den ich zitiert habe. Der meint ja nicht, dass das unwichtig ist, aber das ist nicht die Basis. Die Basis ist, wie es die Reformatoren gesagt haben, allein Christus, allein das Wort Gottes, allein der Glaube, allein die Gnade. Also nicht unser Werk. Und das
Nur so haben wir Heilsgewissheit. Niemals von uns selber das abhängig machen, sondern allein vom Herrn. Versteht ihr das, was ich sagen will? Das ist der Schlüssel. Viele Menschen machen den Fehler, ich glaube nicht genug, ich bete nicht genug, ich versage immer wieder. So wirst du nie ans Ziel kommen. Natürlich sollst du glauben und beten und hoffen, aber das schenkt der Herr in uns. Das geistliche Geheimnis des China-Missionars Hudson Taylor ist genau dieses. Das habe ich von ihm gelernt. Und auch was der Apostel Paulus schreibt in Galater 2. Nicht ich, sondern Christus in mir. Versteht ihr das? Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich, Lothar Gassmann, oder du, Johann Schmelzle, oder wie ihr alle heißt, ihr könnt euch ja noch so abstrampeln und sagen, habe ich jetzt genug getan und ja, ist alles recht und schön, aber das rettet uns nicht. Nicht unsere Leistungen. Allein die Gnade des Herrn Jesus Christus. Und natürlich, jetzt kommt die andere Seite, wenn wir Kinder Gottes sind, dann wollen wir natürlich dem Herrn nachfolgen. Dann wollen wir ihm auch nachfolgen, weil ja der Herr in uns wohnt. Er leitet uns ja, was wir tun sollen, wie wir ihm dienen können, wie wir in der Heiligung wachsen. Aber die Heiligung ist nicht die Basis, sondern die Folge, dass der Herr uns heiligt, uns verwandelt, uns erneuert Tag für Tag. Habt ihr das verstanden? Das war ja die reformatorische Haupterkenntnis. Nicht nur von Luther und Calvin, sondern auch von Menno Simons, auch von den Täufern. Die haben das alle erkannt. Nicht unsere Leistungen, sondern die Gnade Christi. Und das befreit uns auch von diesem Leistungsdruck. Und das ist gerade bei der Heilsgewissheit sehr wichtig, dass man sich immer fragt, tue ich jetzt genug? Ein völlig falsches Denken ist das, wenn ich immer auf mich schaue. Es hat mal ein gläubiger Psychologe gesagt, Viktor Frankl, nur ein Auge, das krank ist, sieht sich selber. Ja, wenn du ein Augengleiten hast, dann siehst du so die Retina und die Iris und so von innen und da siehst du nicht mehr richtig raus. Wenn das Auge gesund ist, siehst du nicht dein Auge, sondern du siehst die lieben Mitmenschen, so wie jetzt hier im Gottesdienstraum. Ich sehe nicht mein Auge, Gott sei Dank, sondern ich sehe euch. Und so ist es auch. Wir sehen von uns weg, wir schauen auf Christus. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und wenn wirklich der Herr in dir lebt, wenn er in mir lebt, er zeigt uns jeden Tag, was wir für ihn tun dürfen. Aber wenn wir was für ihn tun, zum Beispiel auf den Bauarbeiten, im Chor singen, diakonische Dienste, Ordnerdienste, Predigtdienste, Putzdienste, dann tun wir das ja nicht, um uns zu erlösen, hoffentlich nicht, ja, das wäre falsch, sondern weil wir erlöst sind. Ist das die Motivation? Weil wir dem Herrn lieben für sein Heilswerk am Kreuz auf Golgatha, weil wir die Erlösung haben, dann wollen wir dem Erlöser auch dienen. Das ist die richtige Haltung eines evangelischen Christen. Ich sage ganz bewusst evangelisch, weil in allen Religionen, auch im Katholizismus und so weiter, ist eine Werkheiligkeit drin. Ob es bei den Moslems ist, mit ihren 5 Säulen, die sie da immer machen, also 5 Rituale, so also Wallfahren und Almosen, alles ist ja alles nett gemeint, aber das rettet ja die Menschen nicht ohne Jesus Christus. Und auch die Katholiken, habe ich genug getan, genug gepflegt, die Kranken und so, alles schön, ich sage, mach das ruhig weiter, aber die Basis ist Jesus Christus. Gut, wenn wir das verstanden haben, dann erkennen wir die Heilsgewissheit, die Gewissheit meiner Errettung ruht niemals auf mir selber, sondern allein auf dem Herrn. Jetzt können wir wieder ein bisschen lüften zwischendurch, ein kleines Werk der Liebe, auch an uns jetzt. Ja, das tun wir aus Liebe und Dankbarkeit. Also, ganz wichtig, ich sage nochmal, der Grund, da ich mich gründe, das Fundament meiner Errettung ist Christus und sein Blut. Das macht, dass ich finde, das ewige wahre Gut an mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde, was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. Und ich sage mal, ein Christ, der so lebt, der wird gute Werke bringen, der wird die Frucht des Geistes hervorbringen, weil ja nicht mehr ich das tue oder du, sondern der Herr in uns. Das entkrampft uns, das entspannt uns, das macht uns ruhig, das gibt uns Frieden und die Gewissheit, der Herr tut es durch mich und ich diene ihm in Freude, in Dankbarkeit, in Liebe und nicht aus Zwang oder Druck oder die dauernden Selbstzweifel, die manche haben. Ja. Und ich sage euch, wenn ihr so lebt, werdet ihr fröhliche Christen sein. Ja. Fröhliche Christen. Das ist ganz wichtig. Echte Heilsgewissheit hat echte Heiligung zur Folge. Heiligung ist keine Werkheiligkeit, sondern dass der Herr uns heilig macht, dass wir ganz mit ihm verbunden sind, dass sein Geist unserem Geist bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Auch beim Gebet
Wir beten eigentlich gar nicht selber, sondern es heißt auch in Römer 8, Gottes Geist vertritt uns auch beim Gebet mit unaussprechlichem Seufzen. Er zeigt uns, was wir beten sollen, für wen wir beten, wie lange wir beten, wie oft wir beten. Ist bei euch auch so, dass ihr in allen Dingen zum Herrn fleht, auch wenn ihr unterwegs seid, auf der Straße und so weiter? Das ist an sich das Ziel. Das heißt, betet ohne Unterlass. Natürlich mit offenen Augen beim Autofahren, das ist auch klar. Aber du kannst in allem beten. Herr, schenk, dass ich jetzt keinen Unfall da vorne baue und dass ich gut durchkomme und ja, bewahre meine Lieben und so weiter. Also unser ganzes Leben sollte an sich in der Verbindung mit dem Herrn sein. Jetzt nicht wieder als Werk, sondern für einen Christen, das ist an sich eine Selbstverständlichkeit. Ich erlebe es auch oft, wenn ich mit Geschwistern unterwegs bin, dass man da einfach plötzlich anfängt zu beten, auch im Wald oder so. Das ist einfach ein Bedürfnis. Wir wollen jetzt diesen Bruder, der krank ist, vor den Herrn bringen, diesen ungläubigen Nachbarn. Wenn euch der Herr das zeigt, dann betet und macht einfach ein Gebet daraus. Der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen, auch im Gebet. Der Bruder Heinrich Jochums hat es mal gut formuliert. Er hat gesagt in seinem Buch Heilsgewissheit, Heiligung, also dem Herrn nachfolgen, Heiligung ist Dank für Golgatha, Dank für die Erlösung am Kreuz. Merkt euch gut diesen Satz. Heiligung ist Dank für Golgatha. Das finde ich so schön formuliert. Und er schreibt auch, ich zitiere nochmal, falsche Heiligung will sich den Himmel verdienen. Falsche Heiligung meint, durch ihr Tun sich etwas erwerben zu können. Falsche Heiligung glaubt, zum Opfer von Golgatha noch etwas hinzufügen zu müssen. Die falsche Heiligung ist damit immer eine Bedrohung der Heilsgewissheit. Dann werde ich wieder zum kleinen Heiligen, der selber sich erlösen möchte. Und dann ist die Heilsgewissheit gefährdet, wenn ich so lebe. Und er sagt noch, vor dieser falschen Heiligung und jeder Art von Werkgerechtigkeit, also auch falscher Gesetzesfrömmigkeit, können wir nur warnen. Aber zugleich sagt er auch, Torheit aber ist es, die Heiligung zu verachten. Also natürlich, der Herr selber macht uns heilig. Nicht wir sind heilig, aber der Herr Jesus in uns ist die Quelle unserer Heiligung, dass wir ihm immer ähnlicher werden, dass wir weniger sündigen, dass die Sünde uns anekelt, dass wir nicht dahin gehen, wo die Welt ihre Partys und verderblichen Sachen veranstaltet. Also ich weiß ja nicht, wie es euch ist. Zieht es euch jetzt auf den Fasching nächste Woche? Wollt ihr euch da verkleiden, als Teufel rumlaufen? Also ich glaube, dann stimmt was mit dem Christsein nicht. Das ist an sich, der Herr Jesus in uns würde das nicht machen. Es gibt so eine schöne Bewegung bei der Jugend, auch mit den Armbändchen, WWJD. Weiß jemand, was das heißt? What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Das kann man sich wirklich fragen. Würde der Herr Jesus das tun? Würde er das anschauen? Würde er dieses Computerspiel spielen? Würde er den Menschen hassen, den Gedanken und umbringen und so weiter? Da möge sich auch jeder prüfen. Ich denke, das kommt dann automatisch, dass wir auch Geisterunterscheidung lernen, dass unser Gewissen angerührt wird, dass wir erkennen, das sollte ich nicht tun. Ich sollte bei den Sünden der Welt nicht mitmachen. Jesus in mir, der Heilige Geist in mir, der würde das nicht tun. Ja, vielleicht spricht auch dein Gewissen, wenn du echt ein Christ bist, eine Christin, dann wird das Gewissen in dir sprechen, ja, und sagen, nein, da gehe ich lieber nicht hin, ja, in die Disco, das klassische Beispiel. Oder ja, heute sind ja auch viele Filme und Spiele und Serien, die auch nicht unbedingt geistlich förderlich sind. Auch da möge sich jeder prüfen. Jetzt möchte ich abschließend 9 Punkte bringen, also kurz, keine Sorge. 9 Früchte der Heilsgewissheit zur Selbstprüfung. Die habe nicht ich zusammengefasst, möchte ich auch hier die Ehre geben, dem Herrn und auch dem Bruder Heinrich Jochums, der das in seinem Buch so schön zusammengefasst hat. Und zwar hat er 9 Punkte genannt, die möchte ich uns auch ein bisschen erklären. Und Kriterien, also nicht nur ich sage das, sondern auch andere Brüder in der Kirchengeschichte haben diese Kennzeichen erkannt. Deshalb ist es gut, wenn das hier aus zweier Zeugen Mund kommt. Also um sich selber zu prüfen, bin ich gerettet, bin ich ein Kind Gottes. Das erste ist die Freude. Wenn man wirklich ein Kind Gottes ist, wenn Jesus Christus im Herzen wohnt, dann kehrt eine Freude ein, die man vorher nicht hatte. Vorher hatte man vielleicht so weltliche Freuden, Vergnügungen und solche Dinge, aber das ist nicht die Freude, die dauerhaft ist, die auch im Leiden trägt. Ein Kind Gottes hat eine Freude, die über dieses irdisch Vergängliche hinausgeht, die auch im Leiden trägt. Ja, das ist der Unterschied. Die Freuden der Welt, das ist nur
oft unter Alkohol, unter Betäubung, dass man die Realität entflieht, dass man sich in den Rausch stürzt. Aber damit löst man keine Probleme, man schafft neue Probleme durch jede Art von Sucht und Weltflucht. Also Weltflucht jetzt im positiven Sinne, dass man einfach aus der Realität der Welt flieht, die man bewältigen müsste, so meine ich das jetzt. Wir sollen natürlich aus der Welt fliehen innerlich, das Böse nicht mitmachen, aber es gibt auch eine andere Weltflucht, wo Menschen sich der Realität verweigern und nur noch in irgendwelchen Drogen oder Rausch oder Spielen und so weiter sich verwirklichen, anstatt wirklich zu arbeiten, wirklich zu wirken und auch ja, konstruktiv hier ihre Dienste zu tun. Nein, damit löst man keine Probleme, man verschiebt sie nur, man verstärkt sie, aber die echte Freude, die trägt auch im Leiden. So heißt es auch in Jesaja 61, Vers 10, ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mich angezogen mit Kleidern des Heils und mit dem Rock der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Schmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Also diese Freude, dass der Herr Jesus unser Bräutigam ist und wir, die Gemeinde und jeder einzelne Christ, seine zubereitete Braut. Das ist die größte Freude, die himmlische Hochzeit, das himmlische Hochzeitsmahl, auf das wir zugehen dürfen. Das zweite Kennzeichen einer wirklichen Wiedergeburt und Heilsgewissheit ist die Kraft zum Bekennen. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die rettet alle, die daran glauben. Hast du diese Bekennerfreude, den Herrn Jesus zu bezeugen? Vielleicht kann es nicht jeder auf der Straße bei wildfremden Leuten, aber vielleicht kannst du es bei deinen Freunden machen, bei deinen Schulkameraden. Weiß jeder in deinem Betrieb, dass du ein Christ bist oder verbirgst du das? Weil natürlich im engen Zusammenleben, da wird man beobachtet, das ist nicht einfach, ich weiß, auch in der Familie und so weiter. Aber gerade da bewährt sich das Christsein. Wenn der Herr in dir wohnt, dann wird es nicht unmöglich sein. Der Herr Jesus wird immer wieder dir auch die Kraft zum Bekennen schenken, auch die Kraft hier als Licht zu leuchten in deiner Umgebung. Das dritte ist der Friede. Römer 5, Vers 1. Nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist dieser Heilsfriede. Wie sieht es in deinem Herzen aus? Bist du unruhig? Bist du getrieben? Hast du dauernde Kämpfe? Auch ein Christ kann noch Kämpfe haben, auch ich, ja. Wir haben auch manchmal Kämpfe und Anfechtungen noch. Aber doch ist wie so bei einer Sinfonie, es gibt manchmal so einen Grundton, Grundton nennt sich das, auch bei Orgelkonzerten, bei Bach und so weiter, so ein Grundton, der konstant ist, der sich durchzieht, auch wenn oben alles tobt und wenn die Lebenswellen hochgehen, die Melodien auf und ab gehen, aber der Grundton, der bleibt konstant gleich. Das ist so, dieser Orgelton, das ist also beruhigend und tröstend, dieser Friede im Herzen. Frieden mit Gott. Und auch in Epheser 2, Vers 14 lesen wir, er, der Herr Jesus Christus, ist unser Friede. Und das sage ich euch auch bei so vielen Kämpfen, die auch ich im Leben schon hatte. Immer dieser Friede im Herrn, ja, der uns trägt. Auch nicht die eigene Leistung, ist alles nur Gnade. Im Grunde kann uns niemand aus seiner Hand reißen, der von außen das versucht. Ja, das geht nicht. Wir sind im Herrn geborgen. Das vierte, die innige Gemeinschaft mit Gott. Und das heißt, dass wir, um das mal mit dem Wort Angst oder Furcht zu erklären, dass wir keine panische Angst vor Gott haben, sondern Ehrfurcht. Das ist was anderes als Angst oder Furcht, sondern Ehrfurcht, das ist Respekt vor Gott. Das ist was ganz anderes. Ein Kind Gottes naht sich Gott auch in Demut. Wir wissen, dass wir nur Staubkörner sind in den Augen des Herrn. Aber es ist nicht mehr diese Angst, dass er uns jetzt zerschmettert oder vernichten möchte oder in die Hölle werfen möchte oder wie auch immer, sondern es ist die Ehrfurcht, dass er, der so groß ist, uns kleine Menschen kennt und liebt, seine Hand uns ausstreckt und sagt, komm zu mir. Du bist mein Kind oder du kannst mein Kind werden. Übrigens auch heute, wenn jemand hier ist, der noch nicht gerettet ist, dürft gerne nachher auf uns zukommen, die Brüder hier vorne, werden auch andere da sein, dass ihr mit uns sprecht. Ich lade jeden herzlich ein, auch im Livestream, geht zu Hause auf die Knie
und schenke dem Herrn dein Leben. Dann hast du Friede, dann hast du Gemeinschaft mit Gott. Nicht mehr knechtische Furcht, dass Gott dich zerschmettert mit dem Blitzstrahl seines Zorns, sondern die Ehrfurcht vor dem Gott, der dich liebt und der dich vor der Hölle rettet durch seinen Sohn Jesus Christus. Das ist was ganz anderes als diese knechtische Angst. Ja. Natürlich sind wir Diener des Herrn, aber wir müssen jetzt nicht in Panik geraten, wenn Gott unser Leben sieht, sondern ja, wir dürfen einfach sagen, Herr, ich bin dein Kind, ich bin nicht perfekt, du weißt um meine Schwachheiten, auch meine Sünden noch, aber ich erfahre Reinigung und Vergebung bei dir. Das ist die Basis. Und das fünfte von den 9 Punkten, ein neues Verhältnis zu unseren Mitmenschen. Wir sehen auch unsere Mitmenschen in einem anderen Licht. Es gibt jetzt an sich für uns nur noch gerettete Menschen und verlorene Menschen. Menschen, die schon Jesus Christus in ihr Herz aufgenommen haben und in den Himmel kommen. Und die anderen, die das noch nicht getan haben und in die Hölle kommen. So einfach ist es im Grunde. Und so wollen wir deshalb auch beten und wirken, dass auch noch viele gerettet werden. Zunächst mal unsere eigene Familie, aber auch unsere Umgebung, Nachbarschaft, Arbeitskollegen, Schulkameraden und wie auch immer. Also es gibt ja überall Menschen, die die frohe Botschaft brauchen. Wir wollen auch wieder, so Gott will, im März mit Kundgebungen und Missionsständen in unserer Stadt beginnen. Und das würde ich auch den Zuschauern im Livestream raten, auch in euren Städten und Dörfern, dass ihr überall Missionsstände macht, Einsätze, angemeldet als Stand, beim Amt für öffentliche Ordnung kann man sich anmelden. Und wo es nicht genehmigt wird, da kann man aber auch so Traktate verteilen in die Häuser, auf der Straße, wenn man da läuft und den Leuten was gibt, das ist nicht verboten. Also man hat viele Möglichkeiten, die frohe Botschaft weiterzugeben. Es gibt also für uns jetzt Brüder und Schwestern, die gerettet sind, und solche, die noch nicht unsere Brüder und Schwestern sind, die es aber werden, dürfen und sollten, damit auch sie im Himmel sind und nicht in der ewigen Qual. Das sechste, wir haben eine ganz andere Kraft im Kampf gegen die Sünde, als es ein Weltmensch hat, der nicht gerettet ist. Der Weltmensch, der fühlt sich sogar wohl vielleicht in der Sünde, der macht das immer weiter und denkt, das ist halt normal, das machen alle so, alle besaufen sich, alle nehmen Drogen. Kommt rein, es gibt noch Platz. Es kommen noch Gäste zum zweiten Gottesdienst. Holt sie bitte rein, weil es gibt keinen zweiten heute, ausnahmsweise. Kriegen Sie wenigstens noch den Schluss der Predigt mit. Ja, also, Sie haben dann Kraft im Kampf gegen die Sünde und das ist ganz wichtig, dass wir nicht ein Spielball des Bösen sind und der teuflischen Mächte, sondern dass wir einfach diese Stärkung haben, diese Kraft und die haben wir auch nicht aus uns selber, sondern, ich denke, ihr wisst schon, Christus in uns. Er schenkt uns die Kraft. Das heißt nicht, dass wir immer ungeteilt ihm dienen. Das ist eben das, wenn ihr so einen ersten Johannesbrief lest, da ist es so, dass es ja Stellen gibt, wer sagt, er sei ohne Sünde, der macht Gott zum Lügner. Das heißt, auch als Christ kann man leider immer noch sündigen und versagen. Aber es gibt auch die anderen Stellen, wenn Christus in uns wohnt, können wir nicht mehr sündigen. Wie ist das zu verstehen? Ist es ein Widerspruch? Nein, es bedeutet, wenn Christus uns ganz ausfüllt, dann können wir nicht sündigen. Aber leider können wir den Geist Gottes dämpfen und dann sündigen wir auch wieder. Versteht ihr das? Das ist dies, was Martin Luther genannt hat, der Kampf zwischen Fleisch und Geist. Auch der Apostel Paulus in Römer 7, Römer 8, diese Stellen. Das Gute, das ich tun will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich noch. Und das ist eben, auch ein Apostel Paulus hatte das noch, weil er eben immer noch im Fleisch ist. Wir sind immer noch auf der Erde in Fleischgestalt und werden mannigfaltig angefochten. Aber wir müssen nicht mehr so einfach wie ein Weltmensch sagen, ja, ist halt normal, wir sündigen halt, sondern jetzt ist dieser Kampf, der Geist Gottes in uns, der Herr in uns. Er möchte uns diese Kraft schenken und stärkt uns auch, nicht mehr einfach so ein Spielball der Sünde zu sein, sondern auch in der Heiligung zu wachsen, im Glauben zu wachsen, dem Herrn nachzufolgen, in der Kraft des Geistes, die gute Frucht des Geistes zu bringen, nach Galater 5, und nicht die Werke des Fleisches zu vollbringen. Dann noch die 3 letzten Punkte. Das siebte ist der Trost im Leiden. Da können wir zwischendurch wieder lüften. Kommen Sie gerne herein. In Römer 8, Vers 18 lesen wir,
Ich halte dafür, dass die Leiden dieser Zeit der Herrlichkeit nicht wert seien, die an uns offenbart werden soll. Römer 8, Vers 18. Das heißt, auch im Leiden haben wir Trost, Geborgenheit, die die Welt nicht kennt. Wir sind getragen, geborgen durch die Kraft des Herrn. Und das Achte, auch der Halt im Sterben. Ja, wie gehst du drauf zu, auf das Sterben? Ist es etwas, worauf du dich freust? Oder denken wir nicht doch vielmehr, auch ich, wie wird das wohl sein? Werde ich irgendwo elend auf der Straße verbluten durch einen Verkehrsunfall? Wird ein Krebs in mir heranwachsen? Wird ein Herzinfarkt sein? Das ist noch das Gnädigste, wenn das schnell geht. Ja. Oder werde ich ersticken, vielleicht an Corona und was auch immer. Viele Menschen sind ja regelrecht in Panik, auch heute. Ich sage es mal so, und ich denke, viele von uns können das auch so sehen. Vor dem Tod haben wir als Christen, denke ich, keine Angst, aber vor dem Sterben schon. Ja. Das Sterben ist etwas Schmerzliches, wenn es durch den Todesjordan geht. Auch in Bunyans Pilgerreise wird das ja geschildert, ja, wie sie dann so durch dieses tiefe Meer noch gehen müssen, bis sie zur himmlischen Stadt kommen. Das ist das Ablegen dieses Leibes. Das kann sehr schmerzhaft sein. Aber die Hoffnung ist, als Christen bekommen wir einen herrlichen Auferstehungsleib geschenkt, wo kein Leid mehr sein wird, keine Träne mehr geweint, kein Schmerz, kein Geschrei, keine schweren Schicksale mehr wie hier, sondern wir werden in der Geborgenheit bei Gott sein. Freust du dich darauf? Halt im Sterben bekommen wir. Und so schreibt auch Apostel Paulus in 1. Korinther 15, Vers 55. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Die Leute alle reinholen. Da kommen. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Das ist also diese frohe Botschaft, 1. Korinther 15, Vers 55. Und den Sieg über den Tod haben wir nur durch den Todesüberwinder, durch unseren Herrn Jesus Christus. Er ist der Sieger von Golgatha, der uns vorangegangen ist als der Erste, der gestorben ist und auferstanden ist. Der Herr Jesus und auch Gott im Alten Testament schon, die haben auch schon Tote auferweckt, aber die sind alle wieder gestorben. Auch ein Lazarus, auch der Jüngling von Nein, auch die Tabitha. Aber der Herr Jesus, er lebt in Ewigkeit. Und als seine Kinder werden wir in Ewigkeit Anteil haben an seiner Auferstehungsherrlichkeit. Und der letzte Punkt, die frohe Erwartung der Wiederkunft des Herrn. Wer ein Christ ist, der freut sich über den Herrn, hat diese frohe Erwartung, dass der Herr wiederkommt in Herrlichkeit. Wer aber kein Christ ist, welche Hoffnung hat er? Ah, dass nach dem Tod alles aus ist, da lasse ich mich noch verbrennen, damit ja nichts übrig bleibt und damit ich keinem Gott begegne, auch keinem Teufel, die wollen da beides nicht. Das ist so der Atheismus, sehr traurig. Ja. Übrigens, der Atheismus, der lässt sich ja leicht widerlegen. Professor Werner Gitt hat sehr gut nachgewiesen, zum Beispiel unser Gehirn. Viele denken ja, wir denken nur durch das Gehirn, aber das Gehirn ist Materie. Das Gehirn kann nicht denken. Das ist wie so ein Computer, wo die Information hineingegeben wird. Ja, wo kommt die Information her? Die kommt von Gott und geht über unser geistseelisches Wesen in das Gehirn und dann über das Herz und die Organe und die Hände und so weiter wirken wir dann. Also das Gehirn ist an sich nur ein Zellaufbau, wunderbar geschaffen, aber das ist nicht unser eigentliches Wesen. Das verfällt auch und verwest im Grab. Das Eigentliche, das ist der Geist. Ja? Gottes Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und unsere Geistseele ist unverweslich. Die wird ewig weiterleben. Und wir werden auch eine leibliche Auferstehung haben, eben mit diesem neuen himmlischen Auferstehungsleib. Das ist das Wunderbare. Und als Christen haben wir diese frohe Erwartung der Wiederkunft des Herrn. Und so heißt es in Offenbarung 19, Vers 7, lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm, dem Herrn, die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Kennst du diese frohe Erwartung der Wiederkunft des Herrn? Gehörst du zur Gemeinde Jesu Christi? Hast du Heilsgewissheit? Ich wünsche es jedem von Herzen. Der Herr möge jeden von uns segnen. Amen. Jetzt möchte ich mit uns beten und euch bitten dazu, soweit möglich zu erheben in Ehrfurcht vor Gott.
Ja, allmächtiger Gott, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du, Herr Jesus, am Kreuz von Golgatha alles vollbracht hast, um uns zu erlösen, um uns zu reinigen von der Sünde und Befleckung. Du hast den Teufel besiegt. Du hast uns ewiges Leben geschenkt durch deine siegreiche Auferstehung. Und schenke doch jedem, der heute hier ist oder auch im Livestream zuschaut, diese Gewissheit, ja, ich bin ein Kind Gottes oder ich kann es werden durch dich, Herr Jesus Christus, indem ich mein ganzes Leben dir schenke. Und so bitten wir dich, Herr, schenk doch jedem dieses offene Herz, dass er ja sein Herz dir schenkt, Herr Jesus, dass er auch wissen darf, jeder Mensch, dass er dein Kind ist. Jeder, der jetzt hier zuschaut und zuhört, kannst auch schenken an Bildschirmen zu Hause, dass auch Menschen dort auf die Knie gehen und ihr Leben dir geben. Auch hier im Saal, wir laden herzlich ein, Herr, du selber lädst ein. Ja, du sagst, komm zu mir und dann wirst du ewiges Leben haben. Und so loben wir, preisen wir deinen herrlichen Namen und danken dir für all deine Güte. Amen. Bitte nehmen Platz. Wir laden herzlich ein, nach dem Gottesdienst auch hier nach vorne zu kommen. Wir beten gerne, auch Bruder Thomas wird da sein und andere Brüder, zum Gebet, zum Gespräch. Nach dem Segen dann bleibt einfach zurück, habt den Mut, nach vorne zu uns zu kommen. Wer will, kann auch beim Lied bereits nach vorne kommen, sehr gerne. Auch zu Hause könnt ihr euer Leben dem Herrn Jesus schenken, damit ihr Heilsgewissheit habt, damit ihr wisst, wenn ich heute sterbe, dann werde ich beim Herrn Jesus im Himmel sein.